Hallo, ich bin Barbara Anna Husar. Ich habe mit dem Euter die Alpen überquert. Das Euter ist eine soziale Skulptur, ein Heißluftballon, der sich für den Wandel als nährende Urquelle für Pionierleistungen erhebt und ihnen eine neue Sichtbarkeit schenkt. Hier ist das Euter, hier ist die Euterkrone. Wir befinden uns hier in meinem Studio in Wien, im Schiff ohne See und umgeben von Wölfen, die einen ganz besonderen Prozess hüten und schützen, den ich zu Beginn von 2021 begonnen habe. Ich habe eine Pflanze, eine Aloe Vera, hier in einem Experiment auf Meteoritenstaub, auf zermörserten Meteoriten angepflanzt, also auf extraterrestrischem Grund irdisches Leben verankert. Und der Prozess ist kein leichter. Und diese Wölfe unterstützen mich dabei und die entstehen auch. Es soll um mich herum ein ganzes Rudel aus gemalten Wölfen entstehen, mit denen ich 2022 durchs Land ziehen werde. Und es gibt sehr viele Arbeiten mit Meteoriten von mir. Und das waren auch meine ersten Beiträge in der Star-Zeitung. Die allererste war über Happy Synapse, das war 2004. Und das sind feinstoffliche neuronale Stimulantien zur Optimierung der neuronalen Infrastruktur. Und und in weiterer Folge gab es einige Berichte über meine Arbeiten mit den Meteoriten und auch über meinen Aufenthalt in Shanghai. Meine großen Dinosaurier waren des Öfteren in der Star-Zeitung, eigentlich meine ganzen Spielereien mit der Evolution. Und dann war auch mein Kunstraum in Schneefis in den Bergen präsent. Einzig und allein der Heißluftballon, das Euter. Aber das wird wohl noch kommen in den nächsten Ausgaben. Und insofern fühle ich mich schon sehr lange, ich kann einfach nur sagen, wohl in diesem Künstlerumfeld der Star-Zeitung, weil ich vor allem eigentlich 2007 eine ganz besondere Erfahrung machen durfte, wirklich eine Art von Geistesblitz in der Präsenz von Heidulf Gerngross und Kurt Hofstetter erfahren durfte. Und das war nämlich so, der Kurt Hofstetter hatte eine Ausstellung in der Friedrich-Kiesler-Stiftung und hatte die Möbius-Kantate präsentiert. Und nachdem ich dieses Musikstück gehört habe und ein gutes Glas Rotwein getrunken habe und dann von Heidulf gefragt wurde, sag mal, was machst du mit den Nabelschnüren, die du da in der Wüste Sinai sammelst? Und ich zu diesem Zeitpunkt nur fähig war, darauf zu antworten, schon hunderte Male, das ist ein Prozess, ich etabliere ein neues Handelsgut, es geht um das Fließen von Informationen, es geht nicht um einen Endpunkt in dieser ganzen Performance. Aber ich denke, meine neurologische Infrastruktur war so inspiriert von der Möbius-Kantate und der Präsenz von Heidulf Gerngross, dass ich in diesem Moment eine innere Stimme aus mir heraus gesprochen hat zu Heidulf und ich gesagt habe, ich werde mir eine Hängematte kämpfen.
Und Heidulf war still. Und das passiert selten bei Heidulf. Und ich so, was habe ich da gesagt? Und ich habe mich selber sprechen gehört und dann habe ich mir aber doch also wirklich wochenlang darüber nachgedacht. Und dann ist tatsächlich aus diesen Nabelschnüren, die ich 7 Jahre lang gesammelt habe, eine Hängematte entstanden. Und diese Hängematte hängt hier über der Erde, über der Pflanze, über diesem extraterrestrischen Pflanzenexperiment als Mündungswiege und als Verbindungskörper. Und ja, ich bin dem Heidulf unendlich dankbar, dass er durch sein Wesen diese Wirklichkeit in mir evoziert hat. Und das ist einfach die ganz besondere Qualität von Heidulf, der dieses Medium Zeitung in eine komplett neue Dimension entwickelt hat für eine ganze Stadt. Und das finde ich einfach genial und ein Kreis, der sich immer wieder begleitet über viele Jahre nun schon. Also ich bin also in dem Fall 16, 17 Jahre immer on and off involviert und ja, finde das sehr außergewöhnlich, weil ich auch in vielen anderen Städten gelebt habe und in anderen Künstler-Communities präsent war und bin und insofern ja, diese Einzigartigkeit sehr zu schätzen weiß.